God, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says, hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here? I mean... I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course, whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house keys just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe, for
everything. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. You never told me you were into cars. Guess you don't know everything about me. Zuallererst ist es immer eine gute Idee, ins Haus vom Staatsanwalt einzubrechen. What the damn? Und Chloe, ja klar, mach ich. Nein! Mädel, nein! Und natürlich kommt er jetzt nochmal, um den Plot-Twist anzutreiben, für wen sich Chloe entscheidet. Ist klar. Sorry, I bailed on seeing the Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No, not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. What? I don't even know what you mean. It's kind of weird that Rachel's being so private. Isn't it? No, it's really not. Chloe! I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man, everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Der Typ ist auch einfach nur da, damit er da ist, wa? Der ist einfach so unglaublich glatt geschrieben. Das ist einfach, ach, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Ich meine, er ist nett und ist besorgt um Chloe, das ist ganz cool, aber ansonsten, ja. Ansonsten gibt's ihn halt, ne? Mehr auch nicht.
Und sie macht es einfach wirklich. Hello? Oh, Chloe. Und natürlich ist das Büro direkt rechts neben der Eingangstür. Hat sie die Eingangstür offen gelassen? Ja, hat sie. Oh, Chloe. Manchmal bist du echt eine Birne. Da klingelt ein Handy. Akte, Vater Preis. Abgeschlossene Schublade. Mein Gott, wie viel ist denn hier? Holy. Verpackt in Verpackung und Verpackung, wa? What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Ja, dann halt nicht. Polizeibehörde Acadia Bay. Anzeigenerstattung. Klagenummer Nummer 3888. Art der Klage. Tätlichkeit. Wow. Zuständiger Beamter Sergeant Alex Keller. Abzeichen Nummer 521. Name Damon Merrick. Alter 31. Geschlecht männlich. Größe 1,83 Meter. Gewicht 82 Kilo. Haarfarbe braun. Augenfarbe braun. Ethnische Zugehörigkeit. Kaukasisch, Hispanisch, Afroamerikanisch, also kaukasisch. Umgang der Person betrüglich wie folgt. Art des Vergehens, Schwerkopfverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22.15 Uhr. Datum des Vergehens 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tumnus Sägewerk, Bezirk 205. Anschuldigung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken, schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichtet und als Beweisgesicht eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen und der Beamte erreichte den Tatort mit seinen Tätern um 22.38 Uhr. In 17 Minuten. Niemals. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Arcadia Bay's least wanted. So ein bisschen, ne? Und das Frank. Frank ist einfach viel zu nett dafür, irgendwie. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. True. Das ist so, wie das wie also so unglaublich, dass es in LA schneit. It's the big one. Ach, Chloe. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Lies es doch einfach. Best dad. That stuff is all politics anyway. Sie hat den Schlüssel gefunden. Und das war einfach nur, weil ich die ganze Reihe abgehe hier. Really? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Mensch, das ist ja was. Mikey. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew sagt viel Glück da draußen. Danke ihm auch viel Glück. Chloe? Ja. Du bist stärker als alles. Hoffentlich. Oh, Mikey ist so lieb. Max, ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst. Es. Bist du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an einem Stuhl geklebt und doch fallend, still und verzweifelt darum bittest, ihre Stimme zu hören, ihre Hand zu berühren, sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es. Es war komisch, bei Rachels Vater zu sein und irgendwie angenehm. Und immer waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Drew und verbrachte etwas Zeit mit ihm und Mikey. Ich muss sagen, ihre Familie ist echt klasse. Nach einer gefühlten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist, ist sie immer noch darauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit sie sich treffen können. Ganz egal, wie schwierig es wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin. Was so eine gute Idee ist, bezweifle ich eigentlich immer noch, aber hey.
Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon? Sheldon. Sagt mir jetzt auch irgendwas, aber pff. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstauszeichnung, verliehen an James Amber. In Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit, Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. PC. Pro Tip. When digging for secrets, even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Guck mal, sogar die E-Mail, kannst du ja eigentlich auch die E-Mail schreiben. Betreff, es reicht. James, es reicht. Als mir Park sagt, dass du es nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du wirst dabei von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat, zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu erkennen. Du weißt, was das Richtige hier ist, also tu es. Sarah. Sie will also doch ihre Tochter sehen. James sure keeps lots of files on people. Wenn ich jetzt immer wüsste, wer das ist. Ich vergesse das ja meistens. Ach Mensch. Hier trinken also viel Alkohol, wa? More Sherry. Sherry, Sherry Lady. Darf kann ich Graffiti machen? Ja, easy. Das sowieso. Und ich kann diesmal nicht aussuchen, was? Nee. Secret Booth. Oh, Alter. Chloe, da weiß man doch direkt. Ach, Chloe. Welcome to Shadyville. Ja, so hält man auch eine Box in einem Büro, wo man gar nicht sein dürfte eigentlich. Ist klar, Chloe. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Weißt du, es könnte. Jetzt könnte Chloe einfach alle Beweise in irgendeinem Fall